Herzlich willkommen, liebe Freunde der Nacht. Ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar die nächste Folge mit Nandolo und mir am Hafenviertel, beziehungsweise hier in der Hafenbucht am Kai, wo die Albatros 2, weiß ich jetzt nicht, vor Anker liegt. Ja, das wird lustig, denn wir müssen nämlich auf diese Art und Weise nochmal zusehen, dass wir hier noch ein paar Fische von der Stange nehmen. Hier siehst du Fische von der Stange. Klamotten von der Stange, Fische von der Stange. Gut, Piratenzebel. Gut, das ist auch gelootet. Ja. Bin ja mal gespannt und ihr sicherlich auch. Wie ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel aufs Schiff gehe, weil da sind ja nämlich auch noch ein paar Schlechter. Org-Schlechter, hätte ich beinahe gesagt. Aber erstmal gucken. Wir müssen ja rübergehen. Erstmal hier alles vorsichtig abmachen. Ja, ich wusste es. Wo ist er denn? Der versucht da runterzukommen. Okay. Dann machen wir mal. Siehst du, die Org-Wache ist das nämlich. So, dann haben wir die auch schon erledigt, die Org-Wache. Ich bedanke mich herzlichst, dass du jetzt so schmerzlichst da unten liegst. Da nieder, sagt der Bär. Da nieder, liegst die nieder. Gut, ich glaube, es wird ein bisschen hellerer jetzt. Gucken wir mal, 23.12 Uhr. Nee, das täuscht nur. Das sieht nur so aus. Okay, dann werden wir mal das Schiffchen angucken, nachdem wir mal gespeichert haben. Vielleicht sollte ich auch mal hier eventuell mal wieder mal meine Waffe modifizieren, indem ich mal sicherheitshalber mal den Giftpfeil einbringe und dann sicherheitshalber, ihr kennt das wahrscheinlich selber und auch von meinen Let's Plays, mal wieder den Geschwindigkeitsring an, aus und wieder anlegen. Gut. Dann lass den sein. Das auf dem Schiff hier. Wurde ich getroffen? Ach nee, das ist das Leuchten des Giftpfeils. Ich mach dich fertig, Mora. So, ach, da hinten Ork-Matrosen, Ork-Matrosen. Matrosen gehen nie jetzt sofort. Oh, das ist nicht so pralle. Oh, dann macht er auch mal was. Er siehst, er macht doch was. So, Lille. Das ist doch gut gelaufen. Ah, da ist ja noch einer. Von mir aus. Du lebst nicht lange. Naja. Nee, das ist ja nicht die Albatros. Quatsch. Was sag ich denn da? Was ist denn das eigentlich für ein Schiffchen? Das ist ja das Urschiff sozusagen. Mal speichern. Ja, vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren schreiben, ob das Schiff hier überhaupt einen Namen hat oder jemals gehabt hat. Jedenfalls komme ich nicht drauf oder ist mir irgendwie entgangen. Oder ob es überhaupt gar keinen Namen hat. Dieses, nee, das ist ein Orkschiff. Ich bin ja so dull. Ah, stimmt ja, das ist das Orkschiff. Ah, siehst du, jetzt wird bei mir, dämmert's bei mir das Licht auch ein bisschen. Ja, ja. Okay, alles, ich nehme alles zurück. Ist ja klar. Wieso komme ich hier eigentlich? Ach ja, richtig. Vielleicht soll ich es mal so machen. Ich nehme es zurück. Ihr braucht keine Kommentare schreiben. Das ist das Orkschiff. Das ist ja voller Standarten hier. Das sieht man ja auch von den Ork-Standarten. Gehen wir erstmal hier. Erstmal hier oben gucken. Dandolo, bist du dabei? Ja, Dandolo ist dabei. Ich mach das fertig. Oh nein, nicht so. Ich will mal mithauen. Mithauen von der Ork-Mythana-Elite. Du bist ja gut, Dandolo. Du haust noch mal einen rauf, während ich ihn schon so gut wie fertig gemacht habe. Ich alles klar, speichern, trinken. Siehst du, da war nämlich noch ganz viel, war da noch ganz viel Leute da oben auf dem Deck. So, ich hoffe, sie sind auch dann weg. Aber ich glaube es eher nicht. Scouty Bobauti. Scouty Klabauti. Haha, neuer Spruch.
So, hier ist keiner mehr. Gut. Hier kann man sich lecker hinsetzen. Was haben wir denn hier? Eine Grosch. Brutale Ochs. Ah, brutale Ork-Axt. Jetzt kann man auch sehen, dass sie sich im Inventar umbenennen. Aber. Ha! Nicht wahr? Da ist noch jemand am Rum. Ha! Am Rumstöhnen. Und den Orkies. Schauen wir mal, wo das sein kann. Bestimmt entweder im Nebenschiff oder... Ich mach dich fertig, Mora! Wo ist mein Dandolo? Da. So, immer schön Dandolos Augen angucken. Was siehst du da? Also da, wo du hinguckst, sehe ich nichts. Oder es ist von außen jemand da? Kann das sein, Dandolo? Nein? Du, wo du hinguckst, ne? Das kann ja... Ah, wahrscheinlich unter Deck. Ja, das kann natürlich sein, Dandolo, dass der unter Deck ist. Okay, dann gucken wir doch mal unter Deck. Ja, liebe Freunde, ich habe gerade eben festgestellt, dass mein Desktop-Audio zu laut ist. Also die Spiel-Sounds hier. Das habe ich jetzt erst feststellen müssen. Ich hoffe aber, dass das nicht so schlimm ist. Ja, schaut's mal. Ein Schalter. Eine Gittertür. Kann mich gar nicht dran erinnern, aber das ist ja auch das Themenauftrag des Königs. Was denn dort? Das ist wohl irgendwie... Das scheint wohl irgendwie eine Absonderungszelle zu sein. So, ich muss immer noch mal gucken. Wo ist denn eigentlich der Dandolo? Der ist ja immer noch da. Okay, in Schockstarre. Weiter geht's nicht. Es geht nur weiter runter. Okay, erstmal gleich bewaffnen. Man weiß ja nie, was los ist. Dann wird natürlich dann... Ah, siehst du, der Ork-Matrose hat ihn nämlich auch schon mitgekriegt. Er versucht auszuholen, aber da bringt doch wirklich auch diese stumpfe Aggressivität der Orks überhaupt nichts. So, lass mich raten, das ist ein Belia-Schrein. Genau, richtig, haut rein, ihr Schrein. Woher habe ich das eigentlich? So, das sieht aus wie eine Klingel. Aha. Okidoki. Ja, Dandolo, hast zu mir gefunden. Ja, grüß dich. Na, wir haben jetzt, glaube ich, dieses Schiffchen hier gesäubert. Na? Dann gehen wir mal gleich weiter gucken in das Nebenschiff. So, erstmal gucken, ob er hier wirklich folgen kann. Wenn er eigenständig runtergekommen ist, dann dürfte er wohl eigenständig wieder hochkommen, oder nicht? Sollte man doch annehmen, oder? Sollte man denn? Yep. Hey. Weiß in Gothic sind die Ecken für die NPCs noch ein bisschen schwierig zu finden, zu... Oh, Leute. Mensch. Nicht aus dem Weinfass trinken da. Okay. Wenn das jetzt nämlich mir zu lange dauert, Dandolo, dann muss ich leider hier mal eben überspringen. So. Okay, er hat's geschafft. Er. Sorry. Ach ja, du bist mein guter Kumpel und Held und Kupferstecher. Jetzt gucken wir doch mal, was hier drüben ist. Das ist nämlich das Schiff, wo wir die große Schlacht hatten auf offener See. So, den treffen wir sogar hier richtig auf Anhieb. Die Matrosen haben wohl nicht so gute... Ja, Rüstung. Gut, schauen wir mal weiter. Dandolo. Usch. Ah, ich muss dann irgendwann mal im Off mal mein Inventar mal untersuchen. Was es da nicht alles noch so gibt. Ich mach dich fertig, Mora. Ja, ja. Du hast es nicht anders gewollt. Nein, aber doch noch. Verbrenne bitte nicht. Mal ganz schnell zusehen, dass ich hier diesen Ork-Schaman runterhaue, bevor er mir meinen Dandolo kaputt brennt. Dandolo, lebst du noch? Es geht ja gleich weiter hier. Nur keine Pause machen.
Okay. Wunderbar. Mittlere Orks, Crush, Rock. So, zack. Und dann kommt sie ins Inventar und benennt sich gleich um. Boah, Leute, war das komisch eben. Aber wir haben es jetzt einigermaßen geschafft. Nandolo steht auch noch voll im Saft. Das ist gut. Was ist das hier? Oh, so ein Ork. Eine Ork-Statue. Hm? Ja, was haben wir denn hier alles? Schwerer Ork, gebratenes Fleisch. Orkischer Talisman. Ja, das ist der hier. Wolfsfälle haben wir ganz viele. Okay, Schinken, weißer Ruhm. Hm? So, jetzt haben wir auch wieder hier einen. Geh mal weg. Einen Schalter. Stopp mal. Wieso? Moment mal. Hm. Irgendwas hat jetzt hier nicht ganz... Irgendwas wurde geöffnet. Draußen? Hier, diese Klappe? Irgendwie nicht, ne? Aber apropos, vielleicht soll ich nochmal hier in die Richtung gehen. Mhm. Genauso aus wie das Nebenschiff. Okay. Okay, bevor ich unter Deck gehe, mache ich erstmal hier oben ein Kontrolli. Kontrolletti Blue Breaker. Weil hier ist ja auch noch nichts. Ich mach das fertig, Mora. Genau, komm. Komm doch an. So, wen haben wir denn hier? So ein Padawan. Hier haben wir wieder hier einen schönen Kapitänssessel. Auch das ist jetzt erledigt. Ist hier noch was in der Richtung? Nein. Auch nur. So, jetzt gehen wir nochmal unter Deck, lieber Dandolo. Wenn du es denn schaffst, runterzukommen. Und dann schauen wir mal, was das hier eigentlich für ein Gang ist, der hier runter führt. Aber erstmal speichern. Ja, da. So, reiten wir uns vor. Was ist hier los? Es dampft. Gibt's hier jemanden? Nein? Aha. Ui! Da leuchtet etwas verdächtig rot. Warum? Was ist das? Hier scheint keiner zu sein. Gucken wir mal, ob es hier noch ein Loot-Material gibt. Auch nicht so. Oder? Ich mach dich fertig, Mann. Noch einer. Lass mich doch mal. Ah, jetzt bleibt Dandolo da hängen. Sorry. Ich versuche das mal so. Noch jemanden? Ah, hier bleibt noch jemand an den Artefakten hängen oder an diesen Kästchen. Okay, haben wir geschafft. Mittlere Ork-Axt habe ich genommen. Okay, hier ist natürlich mystische Atmosphäre noch durch diesen, weiß der Geier da, dieses rote Wolkengebilde. Voll die Koje hier. Voll die Waffen, die man aber nicht mehr looten kann oder nicht zu looten sind. Ja, dann Dolo, soll ich mal gucken, wie das Vieh hier heißt? Elia Statue. Was passiert denn, wenn ich da was mache? Gucken wir mal. So, das kann natürlich sein, dass ich wieder hängen bleibe. Aber trotzdem will ich wissen, was passiert. Das ist zu wahr. Nein. So, jetzt brabert's wieder. Gut, bleibe ich hängen. Ja, ich bleib wieder hängen. Ich komme nicht mehr raus.
leider, leider, leider. Nee, jetzt hat geklappt, aber da stand noch irgendwie was. Wahrscheinlich irgendwas mit Beten. Ja, manchmal bleibe ich hängen und dann auch wieder nicht. Aber dann haben wir mal Glück gehabt. Liebe Leute, jetzt haben wir hier dieses Schiffchen offensichtlich auch gereinigt. Jetzt müssen wir immer mal unsere Torch anmachen. Ja, ich weiß. Lass mal ein bisschen hier gemütlich rausspazieren. Genau, damit der Dandolo auch noch schön hinterherkommt. Kommst du bitte mit, Dandololo? Hervorragend. Ja, dann wären wir hier mit dem Schiffchen sozusagen fertig, ne? Hier gibt es nämlich nichts mehr. Wir sind hier durch. Liebe Freunde, jetzt überlege ich mir doch mal, wo wir denn noch hingehen könnten, welchen Bereich wir noch nicht abgesucht haben. Ja, dann gucken wir mal weiter. Und zwar gab es ja noch eine Stelle, die ja hier, dieser lange Pier, wo eventuell noch was sein könnte. Und da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal eben schauen, ob der Dandolo eigentlich mitmacht. Und hier, oh, Leute, mit rüberkommt. Oder ob er sich weigert. Ja, er weigert sich nicht. So, springen wir weiter. Denn ich möchte den Dandolo nicht verlieren. So, gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. So. Würde er immer gut auf den Kumpel aufpassen. Er gibt mir schließlich Rückendeckung. Und ich bin voll an der Front hier. Super. Perfekt. Spitzenmäßig, Hümer. Voll der Akrobatiker. Was war das jetzt? So. Gucken wir mal, ob in dem Bereich noch was zu looten gibt. Ach ja. Okay, Bolzen. Und noch was? Schade, ich dachte, hier wäre noch was Wichtiges. Aber hier ist nichts mehr Wichtiges. Okay, dann werden wir mal Dandolo wieder zurück. Oder das überspringe ich denn hier? Dieses Rumfrickeln, das bringt nichts. Ja, jetzt befinde ich mich natürlich hier oben drüber, wo uns die ersten Orks auf dem Weg zu den Schiffen überfallen hatten. Und hier versteckt sich noch eine Truhe. Oh, die ist auf. What? Alte Paladin-Rüstung. 500 Gold. Jobras wertvoller Kelch. Das ist natürlich eine ganz gute Sache. Jobras wertvoller Geld. Kelch. Wertvoll. Mhm. Hast du auch schon mal ein volles Pferd gesehen? Nee. So. Machen wir mal. Immer schön gucken, ob hier keiner guckt. Ja, ach ja, bei dem einen Schiff, dieser Hebel, da könntet ihr mir eventuell nochmal verraten, warum das Gitter da nicht runtergekommen ist. Also nicht beim ersten, sondern auf dem hinteren Schiff. Yep, okay. Soweit ich im Schnitt der letzten Folge geguckt habe, habe ich einige vergessen zu looten. Das können wir jetzt noch nachholen. Schauen wir mal. Hier liegt noch ein bisschen Waffe rum. Ah, komme ich nicht durch. Gab es da nicht noch mehr, die ich vergessen hatte? Nö, wohl nicht. Die sind dann alle verschwunden. Hm, schade. Was ist das hier? Halvors Fischstube zur glitschigen Forelle. Mhm. Habe ich denn da schon mal die Truhen ausge... Nee, habe ich auch noch nicht. Hm, muss ich mal... knacken. Suppi, was haben wir da? Oh. Gold und Dolch. Ja, genau, richtig. Weiter geht's. Jetzt kann man nämlich, wo die Stadt befreit ist, alles schön looten, was es hier an wertvollen Sachen gibt oder Truhen. Wobei ich nicht so die Hoffnung habe, dass es hier irgendwie großartig noch was
zu looten gibt. Hier ist keine Tonne. Tonne. Das werde ich mal im Off jetzt machen und dann treffen wir uns nachher wieder an einer anderen Stelle, liebe Freunde. An der Kaserne. Gucken wir mal hier. Hier müsste eigentlich, ja, ein kleiner Lederbeutel sein. Sollte eigentlich von Dach zu Dach hüpfen, weil ich da nämlich noch nichts, meine ich, noch nichts gefunden habe. Aber, wie schon gesagt, wir sind immer noch auf der Suche nach den restlichen Orks. Die ganzen Truhen habe ich gelootet. Nichts Besonderes, ein bisschen Gold, Pfeile und Fische. Und zwei verschlossene noch im Lagerraum. Also, da bräuchte ich einen Schlüssel für. Gut, dann gucken wir weiter. Wir waren ja noch gar nicht in der Kaserne, Dandolo. Wie machen wir denn das jetzt? Gehen wir mal hier vorne rein oder von der Seite da hinten? Na, okay. Erstmal hier. Ich habe nämlich hier Schmiedegeräusche gehört. Ah, da steht einer. Orkspeer. Oh, der wird natürlich auch... Ich mach dich fertig, Mond. Ja. Er kam nicht mehr dazu, seine Armbrust zu... So, da kamen die Schmiedegeräusche raus. Und guck mal, wer ist denn das? Mark. Oh! Das ist jetzt Dull. Der Mark ist einfach... Moment mal, ich bin ja wieder hier im Schleichmodus. Das muss ich ändern. Das ist nicht zu fassen. Okay. So, nochmal. Dann machen wir den Mark einen auf die Mütze. Marky Boy. So, das war's für ihn. Was hat Mark denn alles? Orksöldner, oh, alte Mütze. Ja, nichts Besonderes. Ja, Dandolo. Oh, da bist du ja. Sorry für den kleinen Auspendler. Und immer bin ja so besorgt um ihn. Okay, weiter gucken. Ich muss ja noch den einen Heinz hier looten. So. Okay. Suppe. Dann hätten wir. Ach ja, ich müsste dann nochmal hier nochmal in die Schmiede rein. Denn da gibt es nämlich auch Lootkram. Habe ich den Mark eigentlich? Ja, den Mark hatte ich. Und zwar hier diese Truhe. Dann gucken wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Okay, was haben wir da? Naja, nicht so viel, ne? Okay, die ganze Zeit hat Dandolos Rücken gesehen. Ja, was haben wir hier? Nichts Lootbares da. Lass mich mal vorbei, du blöde Truhe. Okay, bleib Steine. Könnt ihr wieder schleifen, aber das braucht es nicht. Okay. Hier noch was? Nein, nichts. Weiter zu den nächsten Gemächern in der Kaserne. Wie zum Beispiel. Hier gibt's nichts. Aber hier gibt's doch ganz. Oh, oh, oh. Da ist wer. Und einen Schamanen. Oh, Feier. So ein dämlicher Mobber. Ja, was machen wir jetzt, Emil? Danke für das Gold. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Die Waffe nehme ich wohl besser an mich. Okay, dann machen wir mal weiter. Gut. Herr Dandolo, pass mal auf, wir machen das so. Erst einmal richtig mal den... Beil einspannen und dann gehen wir nicht hier durch, Dandolochen. Mein Gott, hast du eine Gel im Haar oder was? Ach nee, es regnet. Was ist denn eigentlich hier? Nicht, dass hier auch noch einer lauert. Okay, eigentlich nicht. Gut. Okay, dann dürfte da der Ork Schamane sein. Schamane. Guck mal. Aha. Schlafen. Oh oh. Dann
Dodo. Oh, der hat mich aber ganz schön zugesetzt, der Herr Schamane. Meine Herren, hat der mir einen abgeknetert hier. Mit seinem Feuersturm hier. Meine Herren. Gut, okay, nehmen wir nochmal hier. Gucken. Kann natürlich sein, dass er sich wieder regeneriert hat. Regeneriert. Nee, er ist noch im Kampfmodus. Okay. Da ist noch ein Oberst. Irgendwie noch mal schaffen, dass ich irgendwas noch kaputt kriege. So. Tolle Nummer. Nochmal trinken. Speichern mal. Und jetzt auf sie mit Gebrüll. So, so ist doch das richtig gelaufen, denke ich mal, ne? Wunderbar. So, Dille, herrlich. Liegt noch was hier rum? Eine mächtige Ork-Axt. Noch was bei ihm irgendwo? Nein. So, dann können wir hier auch wieder ein bisschen was looten. Granztruhe. Kann man schon geöffnet haben vorher? Habe ich ja wohl gemacht. Okay, sicherheitshalber noch mal in die Buchkommode gucken. Ne, da wird nichts angezeigt. Gut, was haben wir hier? Ein rostiges Schwedge. Ja, so wie das aussieht, liegt hier noch ein bisschen was. Und dann gucke ich mir mal hier die Sachen an. Ob es hier noch was Lootbares geben kann? Nein. Ja, so wie hier mir das noch auffällt, fehlt uns noch ein Türchen. Also irgendein Tor müssen wir noch befreien. Das hier nicht. Ich glaube, das andere war's. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Da eventuell, wenn er drauf steht. Nein, da ist niemand. Hier war ich ja noch nicht drinne und durch. Bitte dann, Dolo, komm. Ach, du bist wieder runtergefallen. Oh. Okay. Ja, dann werde ich mich mal eben überspringen und dann zu dem anderen Tor hingehen, wo ich meine, dass da noch welche wären. Also auf einer Seite. So, hallo. Schaut einer mal, guck, hier gibt es einen neuen Stand. Den habe ich in der ganzen Kampfeshektik damals gar nicht gesehen. Und zwar sieht das hier aus wie ein Steinlehmofen. Haha, schön, klasse. Und ich habe den Verdacht, dass da der Bäcker hin muss, ne? Der noch in der Höhle ist. Gut, okay, dann gucken wir mal weiter. Auch hier müssen wir vorsichtig. Ah, da prallt irgendwas ab. Ah ja, da gab es ja die Stufen. Gucken, jetzt treffen wir, ne? Jawohl, Stufe gestiegen. Die beiden sind... Oh! Glaubst es denn? Oh, danke, Dandolo. Trink was. Danke, Dandolo. Danke. Wer war denn das? Oh, eine Ork-Torwache Elite. Ja, natürlich, das Oberdorf müssen wir auch noch vernichten tun. Okay, Dandolo, dann machen wir hier erstmal ein bisschen den Bogen rum. Damit wir hier nicht zu nah an dem an der Eingangsgeschichte sind. Seht ihr? Matteo. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da ist auch noch eine. Da ist ja auch noch eine. Komm. Oh, die sind ja störrisch. Gut, geschafft. Ja, liebe Freunde, ich würde mal sagen, dass wir für diese Folge erstmal auch hier wieder beenden müssen. So, ich weiß, die habe ich alle schon mal geknackt, die Sachen. Da brauche ich gar nichts machen. Und verabschiede mich an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge gehen wir hier in die Oberstadt, ins Oberdorf oder je nachdem, obere Viertel. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ein Kommentar und ein Daumen sind erwünscht. Ciao.